Ja, die Ortsfeuerwehrliste wurde heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert auf der Angelser Straße in Leeste. Im Bereich dieser leichten Kurve sind drei PKWs miteinander kollidiert, wobei einer der verunfallten PKWs quer zwischen den anderen beiden steckte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich die Lage aber so dar, dass keine Person mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt war. Es gab drei leicht verletzte Personen, die wurden dann vom Rettungsdienst versorgt. Die Ortsfeuerwehr Leeste kümmert sich jetzt um ausgelaufene Betriebsstoffe, die aus allen drei Fahrzeugen hier auf die Fahrbahn laufen. Wir streuen diese ab, nehmen diese auf und unterstützen dann die Abschlepper bei den Bergungsarbeiten. Und das war es dann für die Ortsfeuerwehr Leeste. Ja, also die Lage dieser PKWs sieht man jetzt nicht so oft, dass einer wirklich genau quer zwischen zwei anderen PKWs steckt, so von Motorhaube bis Kofferraum. Das sieht man nicht alle Tage, das ist schon ungewöhnlich. Ja. Man sieht ja, wie deformiert die Fahrzeuge teilweise sind. Also sie waren, da war einige Kraft am Werk und dass alle drei leicht verletzt aus den Fahrzeugen aussteigen konnten, war hier dennoch großes Glück.